Für die Muslime ist derzeit ein besonderer Monat, der Fastenmonat Ramadan. Das bedeutet für sie, sie dürfen den ganzen Tag nichts essen und nichts trinken. Erst wenn die Sonne untergeht, wird das Fasten unterbrochen. Zu einem solchen Fastenbrechen haben sich gestern Abend Muslime und Vertreter anderer Religionen in Stift Herzogenburg getroffen. Der gegenseitige Respekt und gemeinsame Einkehr standen im Vordergrund. Wir waren dabei und haben zuvor noch ein Nachmittagsgebet der islamischen Gemeinde in St. Pölten besucht. Es ist kurz nach 17 Uhr, der Imam ruft zum Gebet. Also in Niederösterreich leben 75.000 Muslime und fünfmal am Tag trifft man sich in der Moschee und tut man gerne das Gebet verrichten. Frauen und Männer beten getrennt. Das Gebet ist eine religiöse Pflicht im Islam, ebenso wie das Fasten im Ramadan. 30 Tage lang verzichten die Muslime tagsüber auf Essen, Trinken, Genussmittel und Geschlechtsverkehr. Schätzungen der islamischen Glaubensgemeinschaft zufolge halten sich 80% der 500.000 Muslime in Österreich an die Vorschriften im Ramadan. Also es ist nicht so schwierig. Man denkt, wenn ich ganz nicht esse, nicht trinke, wie kann man da... Aber es ist nichts, also ganz ehrlich, man soll sich ein bisschen beherrschen können. Es ist nun kurz nach 20 Uhr. In Herzogenburg geht die Sonne unter. Eines ist diesmal anders, aus dem Stift dringen islamische Klänge. Die Muslime haben Vertreter anderer Religionen hierher zum Fastenbrechen eingeladen. Ich denke mir, dass solche Veranstaltungen wichtige Signale sind, um das Miteinander zu verbessern, auch einen freundschaftlicheren Umgang zu pflegen und gewisse Ängste, auch Berührungsängste und Fremdenängste abzubauen. Für mich war beim Hineinkommen hier ins Stift sehr viel Respekt dabei, an einen Ort der Einkehr zu kommen, der eine 900-jährige Geschichte hat. Gleichzeitig ist mir auch so bewusst geworden, dass Einkehr etwas ist, das wirklich sehr verbindend als Gedanke zwischen den Religionen Christentum, Islam ist. Wo man sich sicher finden kann, ist dann im karitativen sozialen Bereich, wo alle mit Menschen zu tun haben und man diese Gelegenheit nutzen kann, miteinander was zu tun. Die Nächte im Ramadan nehmen viele Muslime aber nicht nur als Anlass für gesellige Zusammenkünfte, sondern auch für zusätzliche Gebete in Richtung Mekka und das selbst in einem katholischen Haus.